Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Hardware-Video der Fernbedienung. Ich habe mich entschlossen, ich lasse das mal so, dann kann ich euch das besser zeigen. Wir haben die Fernbedienung nämlich so komplett. Ja, die ist so silber. Mit so, sieht aus wie so eine Bürstette-Silber mit diesen Rillen. Kennt ihr von einigen E-Zigaretten? Oder Laptops habe ich ja auch schon gezeigt. Ja? Und dann haben wir hier so ein Plastikding. Da können wir dann zack runterschieben und da haben wir dann 4 Knöpfe. 1, 2, 3, 4. 1, 2 groß, 3 und 4 klein. Leuchtet hier auch eine rote Lampe auf, wenn ich hier was drücke. Die haben einen sehr angenehmen Druckpunkt. Und dass wir das nicht aus Versehen machen, können wir das so machen. Und damit können wir uns unser Home Control Center einrichten. Das heißt, wir können bestimmte Sachen darauf programmieren, auf diese Fernbedienung. Zum Beispiel auf 1 möchte ich Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Kinderzimmer, 4 Küche oder so. Oder 4 alles. Dann kann man, oder 3 alles und 4 nicht alles. Da kann man dann sagen, hier zum Beispiel Wohnzimmer aus, dit aus oder Strom an, dit an. Und wenn man das Haus verlässt, ja, kann man sagen, hier an, aus zum Beispiel, 1 und 2, ja, und 3 und 4 halt. Kann man sich denn, wäre für mich jetzt interessant zum Beispiel, dann kann ich mir einmal auf alles aus machen, was auch gleichzeitig alle Steckdosen anmacht, hier im Wohnzimmer auf 1. Die anderen Zimmer sind mir relativ egal. Oder ich mache auf 1 wirklich komplett die ganze Wohnung, dass alles tot ist, wenn ich abhaue. Auf 2 mache ich halt nur das Wohnzimmer und auf 3 mache ich das Wohnzimmer ausgewählt, dass der Laptop anbleibt, alles andere aus ist, also komplette Wohnzimmer aus, alle anderen Räume aus und die Steckdose, wo der Laptop dranhängt, nicht. Weil die brauche ich, geht ja schlecht, wenn ich da denn sage, ich mache die aus, weil wie soll ich denn hochladen, wenn ich nicht da bin? Ja, das ist sehr interessant. Oder Kaffeemaschine, könnte ich auf 4 die Kaffeemaschine machen. Ja, passt gut an Gürtel. Funktioniert echt gut. Also ich bin da mal sehr gespannt. Ich werde da ja mit ein bisschen rumexperimentieren. Und da wir jetzt ja nur fertig sind mittlerweile mit den Unboxing- und Hardware-Videos zu den Devolo-Produkten, kann ich das hier alle wieder wegpacken, werde ich jetzt als nächstes natürlich das komplette Video machen, wie ich das alles jetzt anschließen werde. Ich werde alles erstmal zentral in meinem Wohnzimmer haben. Andere Geräte werde ich jetzt erstmal nicht irgendwo in der Wohnung verteilen. Ich werde das alles separat nur im Wohnzimmer machen. Und ich bin ja fleißig am Sparen. Dann wird noch die ganze Wohnung vernetzt, beziehungsweise die Steckdosen, die Heizung, vielleicht noch ein Temperaturfühler im Flur, wo man sich den Flur denn einstellen kann, sagen, ey, hier ist warm. Wenn ich im Flur zu warm habe, möchte ich das, was weiß ich, Wohnzimmer, Schlafzimmer, was weiß ich, stelle im Flur jetzt von 20 auf 18 Grad runter, dass denn alle Heizungen einen Grad runtergehen oder 2 Grad runtergehen. Und das ist halt sehr interessant. Ja? Aber weil ich ja meiste Zeit im Wohnzimmer habe, möchte ich das Wohnzimmer hier schön warm haben, schön mollig. Dann bin ich zufrieden. So, von den Steckdosen würde ich mir auch auf jeden Fall hier noch ein paar holen, um das alles machen zu können. Ja, bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.